Beim Experimentieren war er ganz in seinem Element. Er tüftelte, wagte Neues und ging eigene Wege. Frei Otto als Architekten zu bezeichnen, wäre viel zu kurz gegriffen. Er war Philosoph, Visionär und Utopist. Um neue Formen zu kreieren, setzte Otto auf Selbstbildungsprozesse. Dabei entstanden Formen, wie sie in der Natur zu finden sind. Sein bekanntestes Werk sind sicherlich die Zeltdachkonstruktionen des Olympiaparks in München. Ein Utopia der Leichtigkeit, Transparenz und Eleganz. Die Zeltlandschaft, die Frei Otto, zusammen mit Rolf Gutbrot, als deutschen Pavillon auf der Expo 1967 in Montreal realisierte, inspirierte das Team um Günter Behnisch beim Wettbewerb für die Olympischen Spiele 1972 in München eine zeltähnliche, leichte, schwebende Überdachung für die Hauptsportstätten im Wettbewerb einzureichen. Mit diesem Wettbewerbsbeitrag erreichten sie den ersten Platz. Es war eine Zeltlandschaft und eine gebaute Überdachung in einer Größe, die bisher noch nie realisiert war und die meisten für nicht für möglich hielten. Gerade eine relativ große horizontale Fläche direkt über den Hauptsportstätten bereitete große Probleme. Frei Otto schlug vor, diese Bereiche in einzelne Segmente zu unterteilen, die umlaufende Seilkonstruktionen hatten, sodass sie als einzelne statische Elemente zu berechnen waren, und schlug vor, im vorderen Bereich, circa an dieser Stelle, eine Luftstütze einzusetzen, um das statische Konstrukt außenrum zu reduzieren. Durch diesen Hilfsgriff war es möglich, das Dach in seiner bekannten Filigranität auszuführen. Bis heute weltweit größte freitragende Holzgitterschalenkonstruktion ist die Multihalle in Mannheim. Die Grundform der Halle wurde zusammen von Frei Otto mit den Architekten Karl-Fried Mutschler und Partner in Mannheim entwickelt. Die Halle in Mannheim hat eine komplexe, organische Form bekommen. Die Berechnung war so komplex, dass sie zum ersten Mal mit Hilfe von Computern durchgeführt wurde. Da man sich über die Ergebnisse noch nicht hundertprozentig sicher war, wurden sie noch anhand von manuellen Berechnungen und Modellen überprüft. So wurden 205 mit Wasser gefüllte Mülltonnen an die Gitterschalenkonstruktion gehängt, um die reale Deformation der Halle zu überprüfen. Sie wich um 1 Millimeter von der errechneten Deformation ab. Da Gitterschalen aufgrund ihrer geringen Masse zur Ausbeulung neigen, besitzt die Multihalle Zugseile aus Stahl, die dies verhindern. Die Multihalle ist in der Fachwelt auf eine große Resonanz gestoßen. Recht schnell wurde die Halle in internationalen Architektur- und Ingenieurzeitschriften, besonders im amerikanischen Raum, publiziert. Doch nun ist die Halle sanierungsbedürftig. Und obgleich die Mannheimer die Halle lieben, entbrannte ein Streit um die Finanzierung. Der Abriss droht, trotz Denkmalschutz. Streit ganz anderer Art entbrannte um Stuttgart 21. Der neue Bahnhof sollte erst gar nicht gebaut werden, wenn es nach dem Willen der Stuttgarter ginge. Vor mittlerweile fast 20 Jahren gewann Frei Otto gemeinsam mit Christoph Ingenhofen den Wettbewerb für einen neuen Tiefbahnhof in Stuttgart, allgemein unter dem Begriff S21 bekannt. Frei Otto war hierbei in erster Linie verantwortlich für die Form der sogenannten Lichtaugen, die den unterirdischen Bahnhof beleuchten sollten, und die Kuppelkonstruktion in den beiden äußeren Eingangsbereichen für den Bahnhof. Das Projekt wurde zwischenzeitlich zu einem Politikum und sorgte für große Diskussionen und große Protestmärsche in Stuttgart. Auf der Hochwelle dieser Phase distanzierte sich Frei Otto von dem Projekt und gab in einem Artikel im Stern-Magazin bekannt, dass er unter Kenntnis der Bodengutachten, die erst jetzt veröffentlicht wurden, nie an einem Wettbewerb für einen Tiefbahnhof in Stuttgart teilgenommen hätte. Nichtsdestotrotz ist die Entwicklung Frei Ottos für die Lichtaugen eine spannende Angelegenheit. Bisher waren
diese Formen, die Membranformen entsprechen, nicht aus massiven Materialien bekannt. Die Grundform war mit Hilfe eines Seifenhautmodells entwickelt worden und entspricht in ihrer groben Konzeption seinen Augenschlingen, die er schon in Zellkonstruktion entwickelt hat. Hier auf der rechten Seite sehen Sie ein sogenanntes Messmodell dieses Lichtauges, das genau auf dem Kopf steht. Sie müssen also bedenken, die Stütze wäre dieser Bereich und der Kuppelbereich wäre hier im unteren Bereich sichtbar. Betrachtet man Frei Ottos Werk, ist es vergleichsweise klein. Doch sein Einfluss ist groß. Er war Stichwortgeber, Initiator und leidenschaftlicher Lehrer. Gerade deshalb wurde ihm kurz vor seinem Tod der Pritzker-Preis verliehen. Die Auszeichnung gilt als eine Art Architektur-Nobelpreis.